Es klingt nach Verschwörungstheorie, aber sie sind keine Spinner. Thomas und Jaslyn waren hochbezahlte Experten im Staatsdienst, so wie Annie Masher. Sie arbeitete für den MI5, den britischen Geheimdienst. Alle drei riskierten ihr Leben, um die Öffentlichkeit zu warnen. Vor einem Staat im Staat, in dem Behörden und Wirtschaftsunternehmen eng kooperieren. Es ist eine Art globale Überwachungszunft mit der Fusion von privaten und staatlichen Stellen. Die Telekommunikationsfirmen und sozialen Medien überschlagen sich, um das Spionagesystem zu unterstützen. Snowden hat das PRISM-Programm enthüllt. Soziale Medien, die den Behörden die Nutzung ihrer Daten erlauben. Und das Gleiche machen die Telefonfirmen. Den Anfang machte Amerikas Telefonriese AT&T kurz nach 9/11. Die NSA klinkte sich in die Internet- und Telekommunikationsknoten des Konzerns ein, wie hier mitten in New York. Millionen von E-Mails und Telefonaten täglich, abgezapft im Serverraum. Dann zwang die NSA auch Social-Media-Firmen mit geheimen Gerichtsbeschlüssen zur Weitergabe aller Inhalte. Nicht nur Metadaten. Softwarehersteller mussten Hintertüren einbauen, damit der Staat jederzeit Zugriff hat. Wir fahren nach Silicon Valley. Zu den Firmen, über deren Server auch Websuchen, Internettelefonate und Mails von Millionen deutscher Kunden laufen. Alle Interviewanfragen werden abgelehnt. Und die Mitarbeiter der angeblich so weltoffenen Firmen haben ganz offenbar Angst. Wie finden Sie es, dass Google Daten an die NSA weitergibt? Kann ich nicht beantworten. Ich bin nicht autorisiert, für Google zu sprechen. Ich will keinen Ärger. Was für Ärger? Ich sollte besser nicht mit der Presse reden. Ich glaube nicht, dass wir absichtlich Daten weitergeben. Aber mit richterlicher Anordnung schon. Ja, wenn das Gesetz uns verpflichtet. Aber das ist ja rechtlich okay. Für ihre treuen Dienste werden viele Firmen sogar von der NSA bezahlt. Fast 300 Millionen Dollar im Jahr 2013. Auch in Großbritannien kassieren die Telekom-Firmen Millionenbeträge vom Staat und liefern die Daten ihrer Kunden, darunter auch deutsche Kunden, an die britische Ausspähbehörde GCHQ. Anders als in den USA läuft hier alles ohne Gerichtsbeschlüsse. Staatlicher Druck reicht. Und die Lauscher sitzen direkt an der Quelle. Die Abhörstation Butte im Südwesten des Landes. Sie ist verbunden mit dem weltweiten Netzwerk von Unterseekabeln. Und eines davon ist das TAT-14, einer der wichtigsten Kommunikationsstränge Europas mit Unmengen von Internet-, Telefon- und Mailverkehr, auch aus Deutschland. Nahe der Stadt Norden in Niedersachsen verlassen die Daten deutschen Boden und damit das Geltungsgebiet deutscher Gesetze. Alles, was hier durchläuft, landet automatisch in den Speichern des britischen Geheimdienstes. Aber nicht alle Daten, die in Deutschland entstehen, laufen durch diese Kabel. Und deshalb hat die NSA eine Möglichkeit gefunden, deutsches Recht zu umgehen. In Frankfurt gibt es einen der größten Internetknoten Europas. Geheimdienste zapfen ihn nicht direkt an, aber eine der Betreiberfirmen ist ein Kommunikationsunternehmen aus den USA. Die Firma Level 3 hat eine Zweigstelle in Frankfurt, die mit dem Internetknoten verbunden ist. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Level 3 hier Daten ausleitet, wohl aber dafür, dass die Firma in Deutschland nachrichtendienstliche Aufklärung betreibt. Im Auftrag der US-Regierung und mit Wissen der Bundesregierung. In einer Verbalnote des Auswärtigen Amtes von 2008 wird ausländischen Firmen erlaubt, im Dienst der US-Streitkräfte in Deutschland nachrichtendienstliche Operationen durchzuführen. Mehr als 200 Sicherheitsunternehmen erhielten solche Sonderrechte, unter ihnen
Level 3. Diese Verbalnoten, ausgestellt von den wechselnden Bundesregierungen seit 2001, sind eine Lizenz zum Spionieren. Eigentlich ein Fall für die Spionageabwehr. Und für die ist das Bundesamt für Verfassungsschutz zuständig. Aber dessen Chef erklärt uns, dass die privaten Geheimagenten nur für die US-Streitkräfte arbeiten. Politisch genehmigt und damit legal. Wir gehen davon aus, dass sie sich an deutsches Recht halten. Wir haben keinerlei Hinweise, dass sie dagegen verstoßen. Und ich glaube, unsere Partner wissen auch ganz genau, sie brauchen uns. Nicht nur wir brauchen sie, die brauchen auch uns. Und wenn das Vertrauen einmal einen Knacks bekommen hat, ist es sehr, sehr schwer, auch wieder aufzubauen. Von daher glaube ich schon, dass die Amerikaner mit uns ehrlich umgehen, dass sie hier nicht mit uns spielen. Und wir verlassen uns weiterhin auf unseren wichtigen Partner. Offenbar auch umgekehrt. Denn die NSA hat die Abhörstation Bad Aibling 2006 an den Bundesnachrichtendienst übergeben. Der BND überwacht von hier die Satellitenkommunikation am Hindukusch und in Nordafrika. Gleich nebenan in der Mangfall-Kaserne hat der Deutschlandchef der NSA Zugriff auf fast alle Daten. Angeblich nur die, die keinen direkten Deutschlandbezug haben, bis zu 500 Millionen Datensätze pro Monat. Die mit Deutschlandbezug kann der US-Dienst problemlos anderswo bekommen. Von seinen Abhörstationen in Dänemark und der Schweiz, die gerade fertiggestellt waren, als die NSA Bad Aibling an den BND übergab. Kann Deutschland den Amerikanern wirklich trauen? Wenn sogar der Chef der US-Geheimdienste das eigene Parlament belügt? Sammelt die NSA irgendwelche Daten über Millionen und Abermillionen von Amerikanern? No, Sir. Nein, Sir. Haben Sie nicht? Nicht wissentlich. Eine klare Lüge. Trotzdem bescheinigte Präsident Obama der NSA vor ein paar Wochen Gesetzestreue und versprach vollständige Transparenz. Eine hochrangige Gruppe unabhängiger Experten wird unsere nachrichtendienstlichen Fähigkeiten überprüfen. Wir brauchen neues Denken für eine neue Ära. Neues Denken? Die Kommission wird ausgerechnet von dem Mann beaufsichtigt, der das Parlament belogen hat. Mittlerweile ist bekannt, dass die NSA jährlich 56.000 E-Mails von US-Bürgern ausgespäht hat. Angeblich aus Versehen. All das geschieht zur Bekämpfung von Terror und Verbrechen. Eine Rechtfertigung, die auch deutsche Sicherheitspolitiker gern bemühen. Um eine Gruppe, eine terroristische Gruppe auszulösen, dann müssen wir vielleicht mal auf die Daten zugreifen. Aber das wissen wir vorher nicht. Und wem wird denn geschadet? Niemand guckt in die Daten vorher rein, wenn die gespeichert sind. Erst bei Verdachtslagen. Also da gehen die Dinge so total auseinander, dass ich manchmal schon ein bisschen verzweifle an dem Verstand der Menschen. Sicherheit ist ein super Grundrecht. Und ich glaube, dass wir auch dieses Grundrecht in der Abwägung aller Dinge ganz nach vorne stellen müssen. Sicherheit soll Vorrang haben vor Freiheit und Menschenwürde? Eine gefährliche Argumentation, denn sie öffnet Tür und Tor für Missbrauch und genau den gibt es längst. In Wien treffen wir den Journalist und Thriller-Autor Tore Hansen. Sein Romanheld, ein Hacker wie Edward Snowden, ist auf der Flucht vor den Geheimdiensten, weil er enthüllt, was sie mit den Massendaten wirklich wollen. Was sie damit vorhaben, ist zum Beispiel Aufstände vorherzusagen, politische Strömung zu erkennen und diese dann auch eventuell zu manipulieren. Das heißt aber auch teilweise ganz einfach, kann ich sagen, okay, wir haben hier ein Potenzial von Aufständen. Wie können wir dem mit Politik, also auch mit friedlicher Politik entgegenwirken? Es kann aber auch dahin gehen, dass man einfach auch in einer Demokratie weiß, in 2-3 Wochen braut sich hier das und das zusammen, also über Facebook, über Google, über verschiedenste soziale Netzwerke, es gibt ja nicht nur Facebook, also es gibt sehr viel Potenzial an Daten. Wer hat sich mit wem vernetzt, wer hat was vor
Und da besteht die Gefahr, dass also auch in einer freiheitlichen Demokratie also Demonstration und politische Meinungsbildung unterdrückt wird. Was passiert, wenn eine nicht-demokratische Regierung Überwachungssoftware einsetzt, wird im Golfemirat Bahrain klar. Hier geht die Polizei nicht nur gewaltsam gegen Demonstranten vor, die Regierung lässt Andersdenkende in den sozialen Medien ausspähen und dann verhaften. Eine deutsch-kanadische Firma lieferte das Überwachungsprogramm, das auch deutsche Behörden nutzen. Wie ein Brief des Bundesinnenministeriums belegt. Man habe für den Fall eines erforderlichen Einsatzes ein kommerzielles Produkt der Firma Elermann Gamma beschafft. Wollen deutsche Sicherheitsbehörden damit Protestbewegungen überwachen? Manchmal dehnen sie die Regeln. Das erlebt jedenfalls die Telekom. Sie ist verpflichtet, die Abhörmaßnahmen deutscher Ermittler zu unterstützen, sofern es eine richterliche Anordnung gibt. Mehrfach verweigerte die Telekom die Hilfe, weil die Ermittler mehr Bürger abhören wollten, als es gesetzlich erlaubt ist. Die Behörden revanchierten sich. Das führt auch schon mal zu Ermittlungen gegen Mitarbeiter wegen Behinderung von Ermittlungen. Wir wollen Näheres dazu wissen vom Chef der Deutschen Telekom, René Obermann. Sind es nur juristische Geplänkel oder schwere Einschüchterungsversuche durch den Staat? Über die Frage hier und da wahrscheinlich gibt es Streitigkeit und wir sind dann eher auf der konservativen Seite. Und wir verhalten uns streng nach Recht und Gesetz. Also von daher, ich bin mal interessiert, wie diese Verfahren ausgehen. Ob wir da wirklich was falsch gemacht haben im Sinne von, ob wir zu wenig kooperativ waren, wird sich dann ja herausstellen. Darf ich nochmal nachhaken? Ja. Die Frage war, wie bewerten Sie das, dass dann Ermittlungen gegen Ihre Mitarbeiter geführt werden? Gar nicht, wenn da Dissonanz besteht bzw. Dissens besteht über die Vorgehensweise, weil wir möglicherweise nicht kooperativ genug erscheinen, dann muss das aufgeklärt werden, muss das aufgearbeitet werden. Da vertraue ich auf unser Rechtssystem. Die Sicherheitsbehörden behaupten, sie handeln streng nach dem Gesetz. Aber sie wünschen sich mehr Rechte. Gern würden sie Telefonmetadaten über lange Zeiträume speichern und Zugang zu Daten der Kreditkartenunternehmen bekommen. Aber politisch sei das nicht gewollt, obwohl man durch Massendaten wertvolle Erkenntnisse gewinnen könnte. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass auch in der Wirtschaft das Thema Big Data ein ganz großes Thema ist, mit dem man natürlich vorhersehen kann, wie die Trends sind in bestimmten Wirtschaftszweigen, wie das Konsumverhalten vielleicht Ende des Jahres oder Ende nächsten Jahres aussieht. Das Gleiche überlegen sich natürlich auch Dienste, überlegen sich auch die Sicherheitsbehörden in verschiedenen Staaten, dass man vielleicht aus diesen Big Data, aus diesen Massendaten, dass man daraus vielleicht auch Trends erkennen kann, Kommunikationsverhalten ablesen kann, ohne in die wirklichen Inhalte von Gesprächen oder E-Mails einsteigen zu können, dass man im Grunde genommen viel mehr Informationen bekommt, Informationen, die man früher niemals bekommen hätte. Auch der Bundesnachrichtendienst soll die Politik über künftige Entwicklungen beraten. Von seiner neuen Zentrale in Berlin aus. Auch die NSA baut riesige Datenspeicher im US-Bundesstaat Utah. Der Geheimdienst hat ein Budget von 10,5 Milliarden Dollar und investiert, so der geheime Haushaltsplan, in bahnbrechende Entschlüsselungstechniken, um gegnerische Codes zu knacken und das Internet auszubeuten. Für ihre Pläne braucht die NSA Hacker, denn die knacken Codes und schürfen im Internet nach Schwachstellen in den vernetzten Computersystemen. Hacker bewegen sich in einer Grauzone. Die einen verkaufen ihr Wissen über Lücken in Geräten und Industrieanlagen an den Meistbietenden, und das ist oft die NSA. Die anderen, die guten Hacker, wie sie sich nennen, kämpfen für die Freiheit des Internets und warnen vor der Datensammelwut des Staates. Information erlaubt mir, schneller zu sein als andere. Sie erlaubt mir, bessere Produkte zu haben, schnelleren technologischen Fortschritt zu erreichen. Sie bedeutet Macht. Sie bedeutet Macht. Information ist das Kapital der Zukunft. Das ist der Grund, warum alle über Big Data reden, warum jeder versucht, diesen großen Topf an Informationen so effizient und so gut wie möglich anzuzapfen. Und das machen natürlich nicht nur privatwirtschaftliche Unternehmen, sondern das macht in einem ganz anderen Maßstab, machen das viele oder wahrscheinlich alle Geheimdienste dieser Welt, die versuchen, die Vormachtstellung des Landes, das sie vertreten oder von wem auch immer, abzusichern.